Liebe Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung unserer Sendereihe Berlin Talk. Das Thema, das wir heute behandeln, ist eine Weiterführung unserer letzten beiden Sendungen. Es geht um einen Flyer, einen Anti-Ahmadiyya-Flyer, der in Erfurt und anderen Städten von einer rechten Gruppierung verteilt wurde. Wir möchten uns mit diesem Flyer faktisch auseinandersetzen und auf die Vorwürfe, die in diesen Flyern hervorgebracht werden, eingehen. Und um dies zu tun, haben wir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Herr Imam Said Arif. Er ist Imam der Khatija-Moschee und Imam der Berliner Ahmadiyya-Gemeinde. Assalamu alaikum. Außerdem haben wir eingeladen Herr Imam Iftikhar Emmetab. Er ist Imam der Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde. Assalamu alaikum. Imam Seb, lassen Sie uns dann auch direkt weitermachen mit dem Flyer. Wir hatten ja in den letzten beiden Sendungen schon viel über diese Flyer gesprochen. Und die nächste Thematik sozusagen, der nächste Punkt, der in diesen Flyern dann auch kritisiert wird, das ist die Polygamie. Und das ist ja ein Punkt, der insgesamt am Islam kritisiert wird. Da geht es darum, dass den Männern erlaubt ist, 4 Frauen zu nehmen und dass deswegen der Islam die Polygamie fördert. Können Sie darauf kurz eingehen? Selbstverständlich gibt es das Konzept der Polygamie im Islam und es ist Teil der islamischen Lehre und gemäß unseres Erachtens gemäß der Natur des Menschen. Wir sehen ja auch, dass ohne Polygamie auch in der Gesellschaft, in der wir hier leben, auch Menschen Beziehungen eingehen mit mehreren Personen und das auch zeitgleich. Und der Islam gibt es einen gewissen Rahmen, wo die Person in die Verantwortung gezogen wird. In dem Fall ist es der Mann, dem es erlaubt ist, mehr als eine Frau zu heiraten, bis zu 4 Frauen. Auch das ist verknüpft mit Bedingungen, die vorhanden sind, die erfüllt sein müssen, um so eine Heirat einzugehen, zum Beispiel auch gerecht zu behandeln und weitere Bedingungen, die eine Rolle spielen. Aber allein dieses Konzept der Polygamie zu kritisieren, ist völlig eine unberechtigte Kritik, denn es zieht eigentlich die Person, die diese Beziehungen eingeht, die Ehe eingeht mit mehr als einer Frau, in Verantwortung und muss die Rechte und Pflichten gegenüber den Frauen auch erfüllen. Dann kann aber natürlich die Frage sein, oder wo überhaupt die Frage auch entsteht, warum ist es dem Mann erlaubt, 4 Frauen zu heiraten, aber umgekehrt ist es einer Frau nicht erlaubt, 4 Männer zu heiraten. Das ist richtig und unseres Erachtens ist das auch eine Entscheidung oder eine Lehre, die völlig richtig ist in der Form, wie sie vorhanden ist, dass nämlich nur der Mann die Erlaubnis hat, mehr als eine Frau zu heiraten, weil aus logistischen Gründen macht es einfach keinen Sinn, dass beide diese Erlaubnis bekommen. Würde das der Fall sein, dann würde überhaupt die Bedeutung der Ehe völlig aufgehoben sein. Entschuldigung. Denn das würde bedeuten, dass der Mann 4 Frauen hat und diese 4 Frauen wiederum 4 Männer haben und diese Männer nochmal Frauen. Also das heißt, die Bedeutung der Ehe würde völlig aufgehoben sein. Das hätte gar keine Bedeutung mehr. Deshalb konnte diese Erlaubnis nur einem Geschlecht gegeben werden. Und im Islam ist es dem Mann erlaubt. Das ist das Geschlecht, das ausgesucht wurde für diese Erlaubnis. Und man sieht auch, aus welchen Gründen. Dann betrachtet man einfach aus einer Perspektive der Evolution, dann ist das eigentlich sehr sinnergebend. Denn wenn ein Mann in Beziehung mit 4 Frauen ist, in der Polygamie, also verheiratet ist, dann kann es zu einer erhöhten Nachkommenschaft kommen. Umgekehrt wäre das überhaupt nicht der Fall. Ja. Und dementsprechend ist das etwas, was sehr logisch und sinnergebend ist. Und gerade in Situationen, wo Kriege und andere Konflikte und auch, es können auch gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen, es könnten auch andere Dinge eine Rolle spielen. Da ist es erlaubt, laut der islamischen Lehre, mehr als eine Frau zu heiraten, Maximum aber 4. Zuvor war diese Grenze gar nicht gegeben und der Islam hat diese Grenze gegeben, in dem Sinne, dass maximal 4 Frauen es erlaubt ist, für einen Mann zu heiraten. Hier nochmal kurz anzumerken, das ist die Erlaubnis, die in der islamischen Lehre vorhanden sind. In dem Land, in dem wir leben, zum Beispiel hier in Deutschland, gilt es, die Gesetze des Landes zu achten und keineswegs im Widerspruch oder irgendwelche Aktivitäten oder irgendwelche, zum Beispiel auch Polygamie, in dem Sinne umzusetzen, dass es ein Gesetz bricht, dass es uns nicht erlaubt. Dass es wichtig ist, die Gesetze des Landes zu beachten, aber es ist eine islamische Lehre
Dazu stehen wir auch. Ich meine, Polygamie ist ja kein neues Konzept. Das gab es ja in der Vergangenheit schon immer und sehr oft. Und gerade auch Abraham, der Prophet Abraham und andere Propheten haben auch mehr als eine Frau gehabt. Deshalb ist das etwas, wozu wir auch stehen. Imam Tahasab, können Sie vielleicht auch noch mal näher darauf eingehen? Imam Tahasab hat das schon kurz angesprochen, dass das bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, bevor ein Mann auch überhaupt diese Erlaubnis gegeben ist. Können Sie vielleicht noch mal auf diese Rechte und was sind denn die Pflichten, was ist denn da alles gegeben, was muss gegeben sein, um überhaupt diese Möglichkeit zu haben, das zu tun? In allererster Linie muss man sich der Sache gewahr werden, dass diese Erlaubnis, die gegeben wurde, nicht dazu dient, dass man seine Triebe auslebt. Dass man seinen Sexualtrieb nicht unter Kontrolle hat und deswegen eine weitere Frau nimmt, sondern es muss einen höheren Nutzen haben, einen höheren gesellschaftlichen Nutzen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Das heißt beispielsweise, es ist in der Geschichte des Öfteren schon vorgekommen, vor allem nach den verheerenden Kriegen des letzten Jahrhunderts, des Ersten und Zweiten Weltkriegs, dass sich die Anzahl der Männer, die Anzahl der Männer dezimiert hat und mehr Frauen da waren als Männer. Und das hat dazu geführt, dass jene Frauen, die sich nicht selbst ernähren konnten, die sich nicht selbst mit beiden Beinen sozusagen aufrecht stehen konnten, dann zwingendermaßen verschiedene Dinge angefangen haben, die die Gesellschaft beeinträchtigt haben, negativ. Beispielsweise kam es zu Prostitution und so weiter und so fort, in sehr großem Maße. Und um so etwas vorzubeugen, hat beispielsweise der Islam die Erlaubnis gegeben, dass man mehr als eine Frau nimmt. Und die Hauptbedingung, um mehr als eine Frau zu ehelichen, ist Gerechtigkeit. Wie man bisher schon gesagt hat, dass man unter allen Frauen Gerechtigkeit walten lassen muss. Das heißt, man darf weder mehr Zeit mit einer Frau verbringen als mit der anderen, noch darf man der einen Frau mehr Geld zur Verfügung stellen oder mehr Lebensraum. Es muss hundertprozentig gleich und trotzdem ein lebenswürdiges Standard sozusagen muss man beiden bieten können. Also es kommt mit sehr vielen Verantwortungen, die damit auch verknüpft sind. Und dementsprechend ist das etwas, was erlaubt ist, was es einen Rahmen gibt zu einer Angelegenheit, die zum Beispiel hier sowieso auch schon existiert. Und dadurch wird es einen Rahmen gegeben, einen gesellschaftlichen Nutzen gegeben und, wie ich es gesagt habe, auch einen würdigen Rang. Lassen Sie uns dann übergehen zu dem nächsten Kritikpunkt, der auch in dem Flyer erwähnt wird. Und da geht es auch um einen Punkt, der auch oft kritisiert wird, auch in der Gesellschaft, auch unabhängig davon. Und zwar geht es um arrangierte Ehen. Es ist ja dieses Wort, vielleicht können Sie, Imam Saab, dort auch erst den Unterschied machen. Was ist für Sie, oft wird das gleichgesetzt, hier arrangierte Ehe und Zwangsehe. Was ist für Sie dort der Unterschied? Und wieso gibt es sowas im Islam? Also Zwangsehe gibt es ja nicht im Islam. Und arrangierte Ehe, das ist richtig, das hat so eine Konnotation, dass es auch eigentlich Zwangsehe ist, aber das ist nicht richtig. Es ist einfach eine Art Vermittlung, die stattfindet zwischen unterschiedlichen Parteien, über Familien, über Freunde, über Bekannte. Und so lernen sich Familien kennen, lernen sich zwei Partner kennen und dann beginnt ein Prozess, wo eine Verlobung und eine neue Kennenlernphase stattfindet und danach die Eheschließung und dann die Heirat. Also wichtig ist, dass diese, wir leben ja die islamische Gesellschaft ist ja etwas, was eine gewisse Geschlechtertrennung in sich beinhaltet und ein gewisses Barda, also ein gewisser Schleier oder Sekretion dementsprechend vorhanden ist. Und das führt dazu, dass Familien und Kontakte und Bekannte eine gewisse Rolle spielen, wenn sich zwei Menschen zusammenfinden. Das heißt,
Genauso, ich meine, so ähnlich ist das vielleicht, so diese Stützen, die aufzufinden sind, die in Partnerbörsen und anderen Börsen vorhanden sind. Das sind auf Webseiten einfach Stützen, die vorhanden sind, dass zwei Leute zusammenkommen. Wir in unserem Modell der Gesellschaft oder in unserer Lebensweise gemäß der islamischen Lehre sind diese Stützpfeiler, sind bekannte Familien und Freunde. Also es ist, wir haben Zwangsehe, wir haben arrangierte Ehe mit dieser Nebenbedeutung, dass es auch eigentlich Zwangsehe ist. Und wenn man praktisch in einer, das neu definieren möchte, in einer Art und Weise, wo das nicht missverstanden wird, ist es einfach vermittelte Ehe. Also da, wo einfach eine Vermittlung stattfindet, wo man sich gegenseitig unterstützt, dass zwei Menschen zusammenkommen und dass man so weit wie möglich, was in seiner Kraft und in die Mittel, die zur Verfügung stehen, die Person so gut wie möglich kennenlernt. Und das ist dann die Freiheit ist trotzdem da. Also, nur dass ich, also ja. Die Entscheidung liegt immer noch bei den Heiratenden. Also es ist der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, er hat selbst Ehen aufgelöst, wo Zwang eine Rolle gespielt hat. Also Zwang steht erstmal völlig außer Frage. Das ist etwas, was nicht erlaubt ist in der islamischen Ehe. Das wird annulliert. Sondern die Bereitschaft beidseitig muss vorhanden sein für die Heirat. Nur dann hat es auch einen Nutzen. Und deshalb ist da wichtig, das klarzustellen, dass diese Form der Ehe, die sozusagen vermittelt wird, und das hat nichts mit Zwang zu tun. Und dagegen geht auch besonders die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch vor. Wir haben ja das Problem, dass in unserem, also in Südostasien, wo die meisten Mitglieder auch herstammen oder auch in anderen Kulturkreisen, da findet eine gewisse Unterdrückung der Frau auch statt. Aber diese ist auch von geografischer Natur und wie auch immer kulturell und so weiter. Und wir versuchen, islamisch und theologisch dagegen vorzugehen, dass wenn solche Tendenzen vorhanden sind, dass man dagegen arbeitet. Durch persönliche Gespräche, durch Beratung und so weiter, um einfach auch das Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln, dass nicht jemand dazu gedrängt wird. Das ist uns wichtig und dazu werden auch unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, da, dass sowas wirklich keinen Raum hat. Ja, es wird oft der Gedanke geäußert oder es wird mit dem Begriff arrangierte Ehe setzt man verschiedene Dinge in Zusammenhang, beispielsweise wo bleibt denn die Liebe bei diesem ganzen, bei der arrangierten Ehe, das ist ja nur ein Vertrag, eine Unterredung, die man miteinander hat. Genau, es ist etwas sehr, sehr Plastisches und sehr, aber der Islam sagt, dass alles im Leben, alles in der Natur auch einen evolutionären Lauf nimmt. Das heißt, auch die Liebe, auch das gegenseitige Verständnis und so weiter, das ist etwas, das dann in der Ehe einen stetigen Lauf nimmt und sozusagen sich entwickelt. Und alle diese ganzen Dinge, wie beispielsweise, die man in dieser medialen Welt von heute zu heute beispielsweise vorfindet, wo einem vorgegaukelt wird, dass es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gibt. Das sind Dinge, die auch Psychologen und auch Soziologen entlarvt haben, dass das alles nur vorgetäuscht, vorgegaukelt ist und so etwas in Wirklichkeit nicht existiert. Das sind Triebe, die falsch interpretiert werden und so weiter und so fort. Ich denke, da ist auch wichtig, so ein bisschen auf die Philosophie dahinter einzugehen von der Ehe. Was es bezweckt, was der Grund dafür ist, dann versteht man das auch in einem besseren Maße. Denn wir sehen ja, dass der Sinn und Zweck des Lebens ist, für Muslime Gott anzubeten, also ihm näher zu kommen, mit ihm in eine wirklich lebendige Beziehung aufzubauen. Und auf dieser Reise zu diesem Ziel hat man praktisch einen Partner. Und dieser Partner ist zum Beispiel auch der Ehepartner, wo man gemeinsam diese Reise unternimmt, um sein Ziel zu erreichen, nämlich Gott näher zu kommen. Und dafür ist die Ehe, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, die Hälfte des Glaubens. Also es ist wichtig, die Wichtigkeit der Ehe wird hervorgehoben. Dann der nächste Schritt dazu ist, dass man ja selbst nicht allwissend ist. Man weiß ja selbst nicht, ob das eigentlich mit der Ehe klappen wird oder nicht. Ich meine, Leute, die hier leben und nicht die islamische Lehre folgen, die gehen in eine Beziehung ein und
denken, hey, das ist jetzt die perfekte Beziehung und das wird gut sein. Und 7 Jahre später, 8 Jahre später ist man geschieden, obwohl man eigentlich die Person kennengelernt hat. In unserer Form der Heirat lernt man die Person nicht so intim kennen, sondern man lernt sie kennen über dritte Personen, manchmal auch vor der Eheschließung, auch durch direkte Gespräche. Aber es ist nicht so ein intensives Kennenlernen wie eine Beziehung außerhalb der Ehe für 3, 4, 5, 6, 7 Jahre oder so. Aber der Schritt, der wichtig ist, ist der Schritt, dass vor der Eheschließung oder vor der Entscheidung für einen Partner man zu Gott betet und ihn um Rechtsleitung und Rechtsführung fragt, dass wenn dieser Partner gut für mich ist, oh Allah, weise mir den Weg zu ihm. Und wenn nicht, dann ermögliche mir etwas anderes. Und weil man fragt jemanden, der allwissend ist, und damit man überhaupt nicht diesen Fehler oder keine falsche Entscheidung trifft, deshalb ist das nicht nur etwas, was allein vermittelt wird durch Familienkontakte oder Stützen oder auch eine Art Partnerbörse, die auch in der Jamaat vorhanden ist, sondern es ist etwas, wo man auch selbst Allah um Hilfe und Unterstützung fragt und dann diesen wichtigen Schritt geht. Also Ehe im Islam ist etwas sehr, sehr Spirituelles und deshalb wird das auch auf spirituellem Wege gelöst. Können Sie vielleicht dort nochmal etwas näher darauf eingehen, was auch der Grund ist? Es wurde gerade angesprochen, dass zum Beispiel, dass natürlich auch dieser herkömmliche Weg, wie wir den hier in den westlichen Ländern haben, im Islam zum Beispiel gar nicht stattfinden kann aufgrund dieser Geschlechtertrennung und da es keinen Kontakt vor der Ehe gibt. Was sind denn die Gründe dafür, dass wirklich nur ein Partner erlaubt ist und dass das halt alles in diesen Rahmen der Ehe gebettet wurde? Der Grund dahinter ist, Frieden zu schaffen. Das Wort Islam beinhaltet den Begriff Frieden. Und eines der größten weltlichen Ziele, die durch die islamische Lehre erreicht werden soll, ist Frieden. Und zwar auf allen Ebenen. Und der kleinste Baustein einer Gesellschaft ist die Familie. Und um einen familiären Frieden zu gewährleisten, der dann auch zu einem individuellen inneren Frieden führt, das heißt also der innere Friede, dann der familiäre Friede, dann der nationale und internationale Friede, sind alle miteinander verwoben. Und würde man jetzt keine Geschlechtertrennung haben, dann würden viele verschiedene ich nenne sie jetzt Krankheiten in der Gesellschaft entstehen, die hier auch zutage treten. Beispielsweise Dinge wie, es gibt einen Bestseller, der letztes Jahr in den Bestsellerlisten von Spiegel war, und ein Sachbuch, und der Titel lautet Generation beziehungsunfähig. Und darin beschreibt derjenige, der das schreibt, der Autor, dass die heutige Gesellschaft aufgrund dieser Freizügigkeit, aufgrund dieser Reizüberflutung gar keinen Wert mehr in einer Beziehung sieht, dass sogar das etwas, diese Bindung völlig abhanden gekommen ist, alles sehr, sehr kapitalistisch geworden ist und so weiter und so fort. Und um all diesem vorwegzugreifen, um das nicht entstehen zu lassen, gibt es diese Geschlechtertrennung. Und man fokussiert seine Triebe, man fokussiert seine Liebe auf den Ehepartner. Und das ist sozusagen die Kanalisierung dieser Triebe. Und das ist sozusagen eine zivilisatorische Errungenschaft des Islams, die jetzt in dieser Gesellschaft hier wieder sozusagen demontiert wird und es entstehen uneheliche Kinder, niemand will die Verantwortung übernehmen. Es ist bekannt, soziologisch, psychologisch, dass Kinder, die beispielsweise nur mit einem Elternteil aufwachsen, nicht dieselben sozialen Kompetenzen aufweisen, wie jemand, der von beiden Eltern sein ganzes Leben von den leiblichen Eltern aufgezogen wurde. Und viele solche Dinge entstehen dann, die man alltäglich dann auch in den Zeitungen liest, die hätte man eine islamische Gesellschaft, würden diese nicht vorkommen. Da könnte ja diese
diese Frage oder dieser Punkt in dem Sinne, da bleibt ja die Liebe völlig auf der Strecke. Ne? Mhm. Und Imam Sahib hat ja auch gerade erwähnt gehabt, dass Liebe sich entwickelt. Und die bleibt nicht völlig an der Strecke, sondern im Islam, in dem Heiligen Koran, in Surah Rum, ist davon die Rede, von der Ehe, von der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Und da werden drei Eigenschaften genannt. Und eine davon ist Liebe und Frieden und Zärtlichkeit. Das sind die drei Eigenschaften, die in einer erfolgreichen Beziehung, einer Ehe, vorhanden sein sollten. Aber dieses Konzept der Liebe, in dem Sinne, dass man aus den Filmen und aus also medial her verbracht wird, das in dem Sinne, davon lässt sich die islamische Lehre nicht täuschen. Ja. Sondern Liebe ist ein Prozess, ist ein Entwicklungsprozess, das stattfindet. Und das ist genauso auch wie in vielen anderen Beziehungen, das entsteht das genauso auch in der islamischen Vorstellung der Ehe. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Schlusssatz. Mit dem kann man auch dieses Thema an sich abschließen. Auch im Flyer ist das ja ein kurzer, natürlich wird das kurz erwähnt, aber der letzte Teil, das letzte Blatt des Flyers ist eigentlich an sich nur Zitate. Es sind Zitate aus den Büchern der Ahmadiyya-Gemeinde, Zitate, Aussagen der Khalifen, des Gemeindegründers. Und auf diese Zitate möchte ich jetzt eingehen und möchte diese mit Ihnen diskutieren. Die werden halt dargelegt, um zu zeigen, wie aggressiv, wie militärisch auch sozusagen die Ahmadiyya-Gemeinde nach Auffassung der Flyer-Verfasser ist. Und bevor ich hier das erste Zitat nenne, möchte ich die Thematik, die Beziehung zu anderen Religionen damit anstoßen, da auch in dem Zitat geht es auch darum. Da würde ich Imam Sahib Sie vielleicht fragen, wie ist denn Ihre Beziehung oder wie ist denn die Beziehung der Ahmadiyya zu anderen Religionen? Was sagt denn die Lehre der Ahmadiyya-Gemeinde zu anderen Religionen? Wir achten die Religionsfreiheit aller Religionen. Jeder hat Meinungs- und Gedankenfreiheit, das ist wichtig. Auch für unsere eigene Religionsausübung ist es wichtig. Und dementsprechend kann jeder seiner Religion nachgehen, ohne die Freiheit anderer einzugrenzen. Das erwartet man von uns und das erwarten wir auch von allen anderen. Deshalb sind wir sehr offen zu allen anderen Religionen, sei es nun Christentum oder welche Religion auch immer. Da, wo ein Unterschied vorhanden ist, das ist einmal diese Ebene des Umgangs und die Ebene des Miteinanders. Aber wenn es um theologische Diskussionen geht, um theologische Inhalte geht, um Debatten geht, da hat der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, wirklich sich ganz klar und deutlich formuliert und hat auch gesagt, wenn es darum geht, die Wahrheit auszusprechen, dann hat er sich wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, sondern hat ganz klar und deutlich auch sich artikuliert. Auch in Bezug zu der christlichen Theologie oder der Theologie im Hinduismus oder in anderen Religionen, auch selbst der Islam, da, wo Muslime ihn verzerrt haben und eine verzerrte Ideologie und verzerrte Vorstellungen eingebracht haben, hat er wirklich ganz klar und deutlich kritisiert und auseinandergelegt anhand von Argumenten. Das ist eine theologische Diskussion, die auch stattfindet. Oft ist es der Fall, dass Leute diese theologischen Debatten lesen und anhand diesen theologischen Debatten denken, anhand von bestimmten Zitaten, die öfters auch aus dem Kontext und Zusammenhang gerissen worden sind, und dann sagen, hey, schaut mal, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die tut nur so lieb, aber schaut mal, hier sind Zitate, wie aggressiv die ist eigentlich. Ne? Aber selbst in diesen Büchern, auch heute und in den letzten Tagen, wo man immer auch reinschaut, steht zu Anfang der eigentliche Standpunkt des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, zum Beispiel zum Jesus, zu dem Propheten Jesus, Friede sei mit ihm. Und dann aber kritisiert er die Vorstellungen der Theologie, die Leute hineingebracht haben. Also es sind zwei Ebenen. Eine Ebene ist, wo der menschliche Umgang da ist. Dazu sind wir aufgefordert und verpflichtet, aus religiösen Gründen einen guten Umgang mit allen Mitmenschen zu haben und auch Liebe zu all diesen Leuten und Sympathie und Empathie für unsere Mitmenschen zu haben. Aber was die Wahrheit und die theologischen Debatten anbelangt, da ist eine offene Diskussionsgesellschaft, also eine Atmosphäre der offenen Diskussionskultur vorhanden, und dementsprechend sind auch solche Zitate und Verhalten da.
Ja, und dann, Sie haben das Zitat schon angesprochen, dann lassen Sie mich auch dieses Zitat, was dort genutzt wird, einbringen. Ich lese das mal vor. Ich bin mir sicher, dass wenn der Endsieg des Islams kommt, dies durch die Ahmadiyya der Fall sein wird. Das soll der Gemeindegründer gesagt haben. Und ja, Imam Iftarasab, können Sie vielleicht auf dieses Zitat eingehen? Und können Sie darauf eingehen, ist das wirklich so, dass der Islam einen Sieg über alle anderen Religionen anstrebt? Als allererstes muss man sich der Wortwahl hier ein bisschen annehmen. Das Wort Endsieg hat eine nationalsozialistische Konnotation in unserem deutschen Sprachgebrauch. Und aufgrund dieser Konnotation wird man automatisch dazu verleitet, einen gewaltverherrlichenden Kontext herzustellen, der gar nicht gegeben ist, denn der verheißene Messias al-Islam hat vor dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland, das Wort Endsieg verwendet hat, gelebt. Und er kann es gar nicht in diesem Sinne gemeint haben, in welchem Sinne dieses spezielle Wort in der heutigen Zeit sozusagen in den Köpfen der Menschen eingebrannt ist. Und das ist eine sehr perfide Art und Weise, wie die Verfasser dieses Flyers sozusagen mit der Wortwahl in der Übersetzung spielen, um etwas Bestimmtes hervorzurufen in den Köpfen der Menschen. Wenn soweit es um das Zitat geht, dass der Sieg des Islams, über den gesprochen wird, ist ein Sieg von der nichts mit Gewalt zu tun hat. Die Gewalt, die in den Köpfen der Menschen da hervorgerufen wird, ist nicht berechtigt. Der dritte Kalif beispielsweise unserer Gemeinde, als er gefragt wurde, wie wollen Sie denn den Sieg erreichen, hat er gesagt, wir werden versuchen, die Herzen zu gewinnen. Das heißt also, den Sieg, den wir erreichen möchten, ist ein missionarischer Sieg. Das heißt, durch Argumentation, durch sachliche Auseinandersetzung mit den Themen, mit der Theologie und nicht beispielsweise mit irgendwelchen Schwertern oder wie auch immer. Also der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, hat dazu gesagt, dass die islamische Lehre oder der Religion des Islams sich anhand der Attraktivität der Theologie und der Lehre verbreiten wird und nicht durch irgendwelche äußerliche Einwirkungen, sondern sie wird die Herzen erreichen und dementsprechend wird es unser Glaube, dass der Islam die Oberhand über alle anderen Religionen auf der Welt haben wird, also dass er weit verbreitet sein wird. Und das bedeutet nicht, dass andere Religionen gar nicht existieren würden. Der Koran selbst sagt selbst, dass auch andere Religionen immer existieren werden. Aber die islamische Lehre wird sich überall verbreiten, weil sich einfach Leute auch dazu hingezogen fühlen. Was man dazu sagen muss, ist, wir sind von Anfang an, das heißt von der Gründerzeit der Ahmadiyya Muslim Jamaat her, schon für eine Trennung von Staat und Religion. Das heißt, wenn wir von einem Sieg reden, sprechen wir nicht von einem politischen Sieg. Wir sprechen von einem spirituellen Sieg, von einem religiösen, von einem moralischen, von einem wertemäßigen, sozusagen, wie das Wort Oberhand beispielsweise, das Mubisa verwendet hat, das beschreibt es sehr gut. Wir werden sozusagen, die Argumentation wird die Menschen dazu verleiten, dazu führen, logisch mit ihrem Verstand, mit der Vernunft den Islam anzunehmen. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir auch zeitlich schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir werden dieses Thema, noch eine Sendung werden wir diesem Thema widmen, in der wir dann auch auf die weiteren Zitate, die auch in dem Flyer genannt werden, eingehen und Themen behandeln, wie gibt es Antisemitismus im Islam und dort auch anhand von Zitaten dieses diskutieren werden. Und ich hoffe, Sie schalten dann natürlich auch wieder ein. Ich möchte mich natürlich bedanken bei meinen Gästen, dass Sie hier waren und uns heute aufgeklärt haben. Und ich hoffe, dass Sie auch wieder einschalten, liebe Zuschauer, wenn es das nächste Mal wieder heißt Berlin Talk. Jazakallah und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.